der letzten Folge ging es ja ziemlich chaotisch zu. Ich bin ja immer wieder auf neue Situationen und neue Flüchtlinge getroffen, aber auch hier wieder ein herzliches Hallo, seid gegrüßt. Und es geht hier immer noch kraftvoll weiter mit Scavengern, die wir... jetzt aber wieder Blutflecke. Okay, warum diese jetzt wieder weggehen? Das ist ein bisschen komisch, also... manchmal bleiben sie, manchmal gehen sie weg. Das muss ich mal eben ins Forum schreiben. Einen Moment bitte. So, gepostet. Mit dem Hinweis, dass diese Fehler nicht immer auftreten. Aber sonderbar finde ich es schon. Ich habe ja neu gestartet. Vielleicht liegt es am Speicherstand, ich weiß es nicht. Aber zurück zum Spiel. Zu dieser Modifikation. Auch hier werden wir wieder von drei lustigen Kampfratten angegriffen. Jawohl. Die uns leckeres Fleisch besorgen. Ach, da hinten ist die Brücke, das ist gut. Gucken wir mal eben auf die Map. Auf die Karte. Aha, muss also rechter Hand hin. Zu diesem Leuchtturm zu kommen. Mensch, Dandolo, das war mal wieder eine Geschichte, was? So, wo geht's denn jetzt zum Leuchtturm hin? Hier runter oder was? Oder wieder was? So. Gucken wir nochmal rein. Nee, andere Seite. Die Seite. Ist das richtig? Ja, so mehr so hier in die Richtung. Ja. Ach ja, ich bin ja hier die Treppe hochgekommen. Stimmt ja. Da geht es hier zum Leuchtturm. Also doch die Richtung. Oh, Dandolo, sag doch mal was. Will ich jetzt hier großartig was noch looten können? Wissen wir nicht, aber auf jeden Fall ist das noch hier. Also, merken, dieser Graben, da ist der Garrick. Muss ich mir merken. Oh, ich will hier nicht großartig ab vom Weg hier. Ich will einfach nur zum Leuchtturm. Ach, ich wieder mit meinem... sorry, dass ich jetzt mich immer hier vertue. Wie schon gesagt, in einer Folge habe ich erwähnt, dass ich eine Gothic 1 Modifikation auch teste. Da unten waren ja die beiden Einis, ja, richtig. So, und da unten ist der... ist jetzt der Garrick oder wie oder was oder was oder wie. Ja, okay. Also weiter hier hin. Mann, oh Mann, oh Mann, Orientierung ist auch nicht meine Stärke. Stellt euch vor, es wäre Nacht. Ich hab nur so eine doofe Fackel. Oh, hier ist eine Pfütze. Kann mich gar nicht erinnern, dass es hier mal eine Pfütze gegeben hat. Uiuiui, was ein Wald hier. Und Keile. Nee. Keile oder Wildschweine? Nee. Waage. Oh, Dandolo, da hinten ist so ein Wagen. Oh. Oh, ich bin verletzt. Das war ziemlich ernsthaft. Ich will hier zu schnurstracks zum Leuchtturm und es gibt hier nur noch irgendwelche Angreifer, Monster, Biester. Unbekannte Personen, aber auch bekannte Personen. Ja, okay. Ach, dieser Weg. Ich habe immer Angst, dass irgendwie hier aus diesem Weg irgendein Ork hervortritt. Wie ich das damals mal hatte. Hey. Wieder ein Wag. Und Blutflecken. Mann, Dandolo. Ist ja nicht gerade schnell mit deiner Schlachtaxt. Aber wenn du triffst, dann triffst du. So, herkommen. Oh, jetzt bleibt der hier wieder im Stehmodus. Was hast du denn jetzt erwartet hier? Für ein Tier. Ach so. Warte. Mann. Dandolo, wo sind sie jetzt hin? Komm doch von hier. Oder wieder was?
hinten. Ah, die waren hier weiter vorne, richtig. Ah, der letzte Speicherstand war noch ein bisschen davor. Ja. Dann gehe ich mal hier hin. Also irgendwer kämpft doch da. Höre doch. Was ist denn da los? Quark, quark, quark. Quark, quark, quark. Jetzt kommen sie auf mich. Das war zu gewagt. Tandolo, lass uns mal außen, ein bisschen weiter außen gehen hier. Denn da ist irgendein People, der sich mit den Wagen abkämpft und sozusagen mir meine Lernpunkte, Experience Points, klaut. Gut, dass du nachkommst. Gehen wir mal hier über diesen Fahrenkamm. Noch da? Oh nein, du sollst doch nicht. Okay. Schauen wir mal, was passiert. Okay. Jetzt holt er die Waage ran. Ich fasse es nicht. Ja, du bist wieder in Schießwütigkeitsstimmung. Ich weiß, Dandolo. Aber wo sind denn hier noch welche? Blutfliege, Waag. Ja, jetzt Skelett. Ach so, das Skelett macht mir die Sachen weg. Und noch ein Waag ganz da hinten. Oh, dieser blöde alternative Weg. Am besten, ich speichere mal ganz schnell ab. Wer rechnet denn auch damit? Oh. Nicht ins Klett laufen! Oh Mann! Junge, 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 jetzt kommt das Klett an. Dandolo, pass auf! Pass auf! Oh, 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 oh. Oh, das Skelett ist schon so gut wie hin. Mensch, Dandolo, mach was. Oh. Oder ich mach. Das dauert mir zu lange. Dandolo, du Träger Heinz. Da haben wir den Heinz wieder. Okay, dann gehen wir doch mal. Wagen wir es doch mal hier weiter an die Wagenstelle. Hoffentlich ist das nicht zu gewagt. Oder war es voll gewagt? Mit Wagen, wir wissen es nicht. Scheint wohl alles gewesen zu sein. Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, hatten wir die schon? Nee. Mann, oh Mann. Okay. This area is saved. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay. Runter. Wieder auf den rechten Weg. Da oben sind sie wieder. Gut. Dandolo, komm. Mach mal. Wie war das? Wie die jumpen, finde ich gut. Okay, Dandolo macht ja die Sache ganz gut. Noch mehr herzliche Grüße an Dandolo und Komplimente. Da hinten noch mehr Waage. Oh, komme ich hier nicht mehr safe runter. Ja. Heißt also, die springen uns sozusagen an. Dieser Weg ist echt voller Waage. Ein Weg voller Waage. Wie sie uns boshaftig anspringen werden. Jawohl. Oh, wundert mich, dass der Dandolo mich nicht trifft, obwohl ich voll in der Schusslinie teilweise bin. So, und was sehen wir da hinten auf der linken Seite? Den leuchtenden Turm, den Leuchtturm. Und da unten sind noch ein paar Riesenratten. Ich glaube, die können uns nicht so viel anhaben. Kannibalismus der Riesenratten. Ja, ich muss das nochmal untersuchen mit diesen Blutflecken. Da ist nichts zu holen. Da war was zu holen. Ach ja, okay. So, jetzt geht's echt mal zu Konstantino. Jetzt weiß ich wieder, dass ich hier schon in der Sphäre, beinahe gesagt, in dieser Atmosphäre war.
So. Und auf zu Constantino und seinen... Was ist das? Ach so. Sicherheitshalber mal speichern. Ach ja. Die schwebende Fleischkeule war Alrik. Moment mal, muss ich mir nicht auch noch was sagen? Hey du! Nee. Na, alles klar auf der Andrea Doria. So, bitte, sei da. Oh, Constantino. Ach Leute, nein, so mag ich das nicht. Andere Position. Jetzt ist es besser für den Betrachter. Ich suche Heilung. Ich suche Heilung. Wieso, Roland? Bist du etwa verletzt? Nicht ich, sondern ein Angehöriger der Stadtwache namens Heckard. Heckard, so? Ja. Durch was oder wen wurde er denn verletzt? Durch einen Lurker. Oder vielmehr durch einen mutierten Lurker. Durch einen mutierten Lurker? Das hört sich ja gar nicht gut an. Ihr sagt es, Meister Constantino. Anscheinend haben die Schwarzmagier was damit zu tun. Dann werden sie den Tieren irgendwas zu essen gegeben. Oder sogar das Wasser, das sie trinken, vergiftet haben. Das vermute ich auch. Ei, Adalos. Es sind wirklich schlimme Zeiten, in denen wir leben. Heckard heißt da, richtig. Könnt ihr Heckard helfen, Meister? Eigentlich wäre Vatras der bessere Ansprechpartner. Aber leider haben die Wassermagier Corillis verlassen. Tatsächlich? Wohin sind sie denn gegangen? Das weiß ich nicht. Aber lass mich jetzt mal überlegen, wie wir Heckard helfen können. Ich müsste einen besonders starken Heiltrank für ihn brauchen. Ich benötige also mehrere Pflanzen. Oh, weia. Außerdem benötige ich das Blut der mutierten Lurker. Ja, das habe ich. Das Blut? Wozu? Um es zu untersuchen. Vielleicht kann ich durch das Blut feststellen, wodurch die Lurker mutiert sind. Gut. Und was für Pflanzen benötigt ihr? Bringe mir 5 Heilpflanzen, 5 Heilkräuter, 3 Heilwurzel, 3 Feldknöterich und eine Drachenwurzel. Das wird reichen. Ich glaube, die habe ich alle. Wegen der Pflanzen. Ja, was ist damit? Hast du alles zusammen? Ich habe alles, was... Oh, sehr gut. Nein, irgendwas fehlt noch? Ich habe alles. Ich habe das Blut der mutierten Lurker und alle Pflanzen, okay, die ich dir bringen sollte. Ja, dann zeig her. Bei Adalos. Es ist tatsächlich alles dabei. Schade. Aus dir hätte ein brauchbarer Alchemist werden können. Okay, bei dieser Stimme stelle ich mir vor, wie der Sprecher eine Wäscheklammer auf der Nase hat. Wann ist der Trank für Heckard fertig, Meister? Frag mich morgen. Dann dürfte er fertig sein. Gut, okay. Dann Dolo warte hier. Warte auf mich. Ich gehe jetzt ab. Ja. Gut. Und zwar Leuchtturm. Warte auf mich beim Leuchtturm. Na ja. Gut. Dann geh mal los, richtig. Und ich werde mal eine Runde pennen, damit ich dem Constantino diesen wichtigen Heiltrank abnehmen kann. Aber eins möchte ich noch wissen, und zwar Folgendes. Und zwar unter allgemeine Infos. Händler in Corinis, Händler auf Chorus. Ich habe Lehrer auf Chorus, nur aber keine Lehrer auf Corinis. Das ist doof. Ach, lecker. Wie sitzt da immer noch? Oh. Hanna. Constantino, komm. Ist der Trank fertig? Ist der Trank fertig? Sehr gut. Ja, hier ist er. Ich hoffe, er wird helfen. Aha, er kann uns sogar Alchemie beibringen. Könnt ihr mir Alchemie beibringen, Meister? Warum? Eigentlich bringe ich nur jemandem etwas bei, der mit mir als Lehrling anfangen will. Ich bin in einer wichtigen Mission im Auftrag des Königs unterwegs. Um diese schwierige Aufgabe zu meistern, wäre schon von Vorteil, wenn ich mir den einen oder anderen Trank selber brauen könnte. Verstehe.
In diesem besonderen Fall kann ich eine Ausnahme machen. Noel, frag mich gut. einfach, was ich dir beibringen soll. Ja, mal gucken, wie teuer er ist. Unterrichtet mich in der Kunst der Alchemie. Gut, zuerst einmal die Grundlagen. Jeder Trank wird aus Pflanzen gemacht, denn sie besitzen die unterschiedlichsten Kräfte. Sie tun nichts anderes, als mit all ihrer Kraft zu wachsen. Um diese Kraft zu verändern, ist die Kunst der Alchemie. Zur Herstellung eines Tranks am Alchemietisch benötigst du eine Laborflasche. Du musst die richtige Rezeptur kennen und die entsprechenden Zutaten haben. Es gibt eine Reihe von Rezepturen, die ich dir beibringen kann. Tränke, die dir verlorene Kräfte zurückgeben und sogar solche, die deine Kräfte permanent verändern. Du kannst nicht alles auf einmal lernen. Also wähle mit Bedacht, welches Wissen du dir aneignen willst. Ja, mit Bedacht. Und welche Rezeptur? Erstmal gucken, was er für Waren hat. Zeig mir deine Ware. Ja, was haben wir denn hier? Welche Rezeptur? Reine Lebensenergie. Zur Herstellung eines mächtigen Trunkes. Zur Anwendung ist das Wissen über Elixiere der Heilung erforderlich. Okay, 2500. Alter, nochmal 2500 reines Mana. Ja, so was duldet es jetzt aber auch. Was kann er mir beibringen? Welche Rezepturen könnt ihr mir beibringen? Ich kenne einige. Triff deine Wahl selbst. Elixier der Stärke. Kosten 25 Lernpunkte. Mana Essenz Extrakte Heilung. Elixier der Stärke wäre natürlich cool, ne? Also, nee, danke für das Angebot. So viele Lernpunkte habe ich nicht. Und jetzt nochmal ein Blick ins Logbuch. Falls ich irgendwas verpasst haben sollte, Aki berichtete mir, ja. Till in Gefahr, das hat ja Garrick erzählt. Heute werde ich dann auch mal Till bringen, falls ich ihn finden sollte. Ich sollte dann mal mit Rosi reden. Ja, Orks auf Seekops hoch. Ja, das wissen wir auch. Miese Typen. Orlan, das war Orlan. Gut, besonderer Heiltrank, das ist jetzt die Quest, die wir jetzt hoffentlich endlich beenden können. So. So, du schlechter Dandolo. Hey. Komm mit. Komm mit. Auf geht's. Gibt jetzt was zu tun. Und zwar Richtung woanders hin. Nee, hier nicht durch, oder? Wo geht's denn hin? Naja, wir sehen uns bei Hackard. Ja, ich bin mal wieder einen anderen Weg gegangen. Wir sehen uns gerade hier Corinus von oben an. Und soweit ich weiß, war doch hier mal ein Jäger. Der Niklas. Der tot ist. Muss das? Verstehe ich nicht. Tja, das war wohl sein Zelt. Ich glaube nicht, dass es gewollt ist, dass Niklas tot ist. Kann das sein? Ansonsten bitte mal den Insert-Code mir mal im Forum zuposten. Das wäre nicht schlecht. Weil diese Holzscheit. Aha, seit wann gibt's denn. Seit wann gibt's denn Holzscheite einzeln? Baumstamm. Ah, da kann ich hier wieder ordentlich. Und gibt's hier auch eine Säge? Sieht nicht so. Ach, da hinten. Ah. Gut, das mache ich gleich im Offscreen. Gucken wir erstmal, was hier auf dem Berg ist. Soweit ich mich erinnern kann, waren doch hier mal die Harpien. Stimmt das? Waren hier die Harpien? Oh, Kronstöckel, sehr wichtig, sehr wichtig. Okay, ich glaube, ich fange jetzt mal das Sägen an. Ja, dort war's. Schön. Gucken wir uns mal hier um. Gibt's denn hier eine Truhe? Eine Feuernessel. Die Truhe wird bestimmt erschlossen sein. Ja.
Ah, das war aber eine blöde Kombination. Und einfach. Nee. So, gehen wir hier wieder runter. Gandolo, wollen wir jetzt endlich mal zu Hecate hin? Ja, genau. Ja, die Stelle wird wahrscheinlich jeder kennen. Und zwar die Stelle mit der rostigen Axt an diesem Bootsskelett. Und hier das Ausbildungslager von Corinnes. Aber da befinden sich ja Orks. Und wir wollen die natürlich jetzt nicht aufscheuchen. Ich will mal gucken, was es hier noch alles gibt. Ja, okay, ein paar Molerats und Scavies haben wir schon erledigt gehabt. Ich kann mich erinnern, dass es hier auch eine Höhle gibt. Aufpassen, nicht, dass hier irgendwie irgendwas getriggert wird. So, die war irgendwo hier. Muss die hinten rechts gewesen sein. So, da geht das hier so. Oh, hier geht's auch nochmal rein. Ich will hier nichts auslösen. Nicht, dass irgendwie durch die Mauer oder sowas da was getriggert wird. Aber hier gibt es ein paar Pfahllanzen noch. Und jetzt geht's zur Höhle. Ja, ich wusste doch, dass hier noch eine Höhle ist. Mal gucken, wer da ist. Söldner? Ne, eine Bürgerin. Okay. Und ein Bürger. Noch mehr Flüchtlinge. Oh, what? Ach schade, ich dachte, das Skelett fällt jetzt runter. Wäre cool. Spach. Was macht denn jetzt hier so eine Waffe? Joe! Hallo! Moment, wer bist du? Wirst du uns töten oder verraten? Nein, bleib ganz ruhig. Ich bin ein Kämpfer des Königs und diene auf dem Kriegsschiff Albatros, das unweit vor dem Hafen ankert. Boah, ich dachte schon, es ist um uns geschehen. Verzeih meine Nervosität. Liegt wohl auch daran, in gewisser Weise schon wieder eingesperrt zu sein. Ich heiße übrigens Joe. Schon wieder? Was hattest du denn verbrochen? Gar nichts. Wie bitte? Du sagst nichts, nix dabei aber. Also, hast du jetzt was verbrochen oder nicht? Nein. Eine der Stadtwache hat mich einmal mit einem Tritt in einen Turm eingesperrt. Das meinte ich. Ich saß da mehrere Tage drinne, bis mich jemand befreit hat. Wer? Jemand von der Stadtwache? Nein, der Kerl sah nicht aus, als ob er von der Stadtwache war. Na, mir war nur wichtig, wieder frei zu sein. War eine nette Geschichte, aber jetzt muss ich weiter. Mach's gut. Warte, werdet ihr uns retten? Ja. Das wird sich zeigen. Die Orks sind ziemlich zahlreich. Habt Vertrauen und vor allem Geduld. Ach, gut. Was ist das für ein komischer Kauz, dieser Joe? Ja, jetzt wird das auch links wieder eingeblendet. Gehen wir erstmal da hinten hin. Oh, noch ein rostiges Schwert. Na, ihr habt eine tolle Gesellschaft hier unter Skeletten. So, Bürgerin. Ah, okay. Hey, du. Ja, ich glaube, die wird nichts sagen. Hallo. Hallo. Ich wollte... Ich bin für niemanden zu sprechen. Leute, die hat mich jetzt gerade an so eine Telefonansage erinnert aus alten Zeiten. Bürger, Bürgerin und Bürgerin. Gut, okay, da ist also hinfällig, da irgendwie auch nochmal eine Konversation anzufangen. Hier gibt's ein paar Dunkelpilze. Ich dachte, hier wäre was Aufregendes noch in dieser Höhle, außer Joe. Dieser komische Kauz. Na, dann geht's weiter. Ich hoffe, dass ich jetzt endlich mal Hecate hier mal... Ach, hier waren wir noch nicht. Oder ist das jetzt ein Kreis gewesen? Nee, war es ja nicht. Bürgerin? Ach ja, ich kann mich erinnern. Hier gibt's ja noch mehr. Noch mehr Flüchtende. Und Pfeile. Und eine Truhe, die hoffentlich nicht verschlossen ist. Ja. Und es gibt wieder das gleiche wie eben. Auch schon in der Folge mal davor gesehen. Versteckt sich ja noch hier ein wichtiges Artefakt. Und zwar hier. Ruhe. Bürgerin, Bürger, Lars Dietrich. Weiß, dass du nicht Lars Dietrich heißt, aber Bürger. Ja,
Hallöchen. Was haben wir denn hier? Wieder solche spitzen Piken. Wo was? Knochen. Kann man da noch was holen? Du lädst. Du steigst da jetzt nicht durch, bitte, Dandolo. Verletz dich. Das wäre nicht so gut. Okay. Okay, raus hier. Was? Axt? Okay, nehmen wir mit. So, kommen wir jetzt endlich zu Hecate. Hecate, ich eile, bringe dir deine wichtige Medizin. Und Constantino. Hier, nimm diesen Heiltrank. Hier, nimm diesen Heiltrank. Er wird dir helfen. Innos sei Dank, du kommst zur rechten Zeit. Länger hätte ich das nicht durchgehalten. Oh, tat das gut. Wie fühlst du dich? Seltsamerweise fühle ich mich bereits viel besser. Danke, ohne deine Hilfe wäre ich sicher gestorben. Hier, meine letzten 50 Goldstücke. Sie gehören dir. Mehr kann ich dir leider nicht geben. Ich will kein Gold. Du warst in Lebensgefahr. Da hilft man einfach, ohne was dafür zu verlangen. Richtig. Wirklich? Du bist wirklich ein anständiger Kerl. Aber leider du nicht. Gibt es nicht so viele Menschen, die so denken wie du. Wenn du mal Hilfe brauchst, kannst du jederzeit mit mir rechnen. Hecate, mir den Rücken zu zeigen, das geht doch gar nicht. Naja gut, dann haben wir das auch erledigt. Hecates Wunde von Knochen, das ging nochmal gut. Ja, das ist schön. Tja, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, dann verabschiede ich mich hier. Ja, auf diese Art und Weise, indem ich unentgeltlich Hecate geholfen habe. Ich bedanke mich fürs Zusehen, gebt mir einen Daumen, schreibt ein Amulett, hätte ich beinahe gesagt. Schreibt was in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!